Hey Leute, es ist eine gute Tradition geworden, dass ich euch zweimal im Jahr darüber informiere, welche Smartphones ich zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen kann. Und vor mir liegen wieder einige ausgebreitet und ich sage euch jetzt, zu welchem Preispunkt welches Gerät die klügste Wahl ist. Nur weil heute irgendein Gerät fehlt, heißt es nicht, dass dieses Gerät schlecht ist oder ich etwas gegen dieses Gerät habe. Es heißt nur einfach, dass ich das Gerät, was ich hier erwähne, bevorzuge. Aber ich werde auch über Geräte sprechen, die hier leider nicht mehr vor mir auf dem Tisch liegen, die ich aber bereits getestet habe. Vielen Dank an Mobilcom DBTEL, die mich nicht nur bei diesem Video, sondern sogar im gesamten Jahr 2021 großartig bei meinen Videos unterstützt haben. Nur dank ihnen kann ich überhaupt so viele Geräte testen und euch sagen, was mir gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Bei ihnen bekommt ihr, egal ob online auf md.de oder in einem der über 500 Shops überall in Deutschland, immer die aktuellsten Smartphones mit einer freien Netzauswahl. Schaut vor eurem nächsten Kauf vorbei und vielleicht werdet ihr ja einer der 8,7 Millionen zufriedenen Kunden. Den Anfang macht für um die 200 bis 250 Euro das Poco M4 5G. Das ist ganz neu und es ist unglaublich, was es für das Geld alles bietet. Man fragt sich wirklich, ob Xiaomi bzw. Poco hier überhaupt irgendeine Gewinnmarge hat. Das Design ist ziemlich jugendlich, würde ich mal sagen, und auf jeden Fall auffällig. Es hat ein 6,6 Zoll Full HD Plus Display mit 90 Hertz Bildwiederholrate, ein 5000 mAh Akku, also wirklich gigantisch groß, und der kann sogar mit 33 Watt schnell aufgeladen werden. 64 GB Speicher kommen als Standard und es hat eine 50 Megapixel Hauptkamera und ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel. Das ist auf jeden Fall nicht die krasseste Kamera, aber für das Geld werdet ihr nichts Besseres finden. Obwohl das Pixel 4a jetzt schon sehr lange auf dem Markt ist, ist es für 350 Euro immer noch meine liebste Wahl, weil es eines der wenigen kompakten Smartphones ist und sich bei den Prozessoren im Laufe dieses Jahres wegen Chip Shortage sowieso nicht so viel getan hat. Auf dem 6,2 Zoll OLED Full HD Plus Display seht ihr bereits Android 12, also die allerneueste Version, und man bekommt hier die Updates an Tag 1. Außerdem ist die Kamera pixeltypisch sehr, sehr gut, die beste in diesem Preisgebiet, auch wenn es wirklich nur eine Kamera gibt und keinen Ultraweitwinkel oder Makromodus, also kein Schnickschnack, wirklich eine solide Kamera. Die Akkulaufzeit hat mich auch überzeugt und somit ist es unterm Strich, wenn man es denn kaufen kann, was gar nicht so einfach ist, ein wirklich tolles Smartphone. Eine Alternative zum Pixel 4a wäre das Xiaomi 11 Lite. Nicht nur eines der dünnsten und leichtesten Smartphones, sondern auch eines mit einer sehr interessanten Ausstattung. Es hat ein 6,5 Zoll, 90 Hertz OLED Display, den Snapdragon 780G mit 5G und auch 33 Watt schnelles Aufladen. Für einen Preis um die 350 Euro ist es auf jeden Fall ein Geheimtipp und ich würde es auch gegenüber einem Galaxy A52 bevorzugen, was ich ja auch getestet habe, aber dort ist der Prozessor leider etwas zu schwach, um mir viel Vertrauen in die Langlebigkeit zu geben. Das Smartphone, was ich in letzter Zeit am allerhäufigsten empfohlen habe, liegt aber beim Preispunkt von 400 Euro und das ist das OnePlus Nord 2. Und OnePlus hat hier wirklich komplett abgeliefert. Das ist ein super rundes Gesamtpaket. Es hat ein 6,5 Zoll 90 Hertz OLED Display und den MediaTek 1200 Prozessor, der performance-technisch fast auf dem Level von Flaggschiff-Smartphones liegt und das für 400 Euro. Auch ist die Kamera hier drin dieselbe wie im OnePlus 9 Pro hinter dem Ultraweitwinkel und macht auch super Bilder. Außerdem gibt es noch zusätzlich einen Ultraweitwinkel, der nicht ganz so super Bilder macht. Aber dieses Smartphone hat auch Warp Charge 65 und lädt deswegen in 30 Minuten von 0 auf 100% auf. Das reine Android ist dann noch die Kirsche auf der Torte und macht das OnePlus Nord 2 zu einem sehr interessanten Smartphone für 400 Euro. Das 500 Euro Preisgebiet existiert fast gar nicht mehr. Die Chip-Shortage hat dazu geführt, dass die Hersteller entweder sehr günstige oder sehr teure Geräte rausgebracht haben. Samsung zum Beispiel hat den 500-Euro-Preispunkt fast komplett gemieden, denn das S21 FE, das soll erst in der Zukunft erscheinen und etwas teurer sein. Huawei gibt es nicht mehr, Oppo hat auch nicht so richtig was rausgebracht in dem Gebiet. Das Einzige, was da war, war das Honor 50, aber da würde ich mir dann lieber die 100 Euro sparen und lieber das OnePlus Nord 2 kaufen oder direkt 150 Euro drauflegen und zu einem Pixel 6 greifen, das mir richtig gut gefallen hat und das aus unterschiedlichsten Gründen. Der größte Kritikpunkt ist vielleicht noch das etwas altbackene Design, denn die Displayränder sind wirklich nicht die dünnsten. Dafür mag ich die Rückseite umso lieber, gerade wenn man sie in Orange oder Grün kauft mit diesem Kamerastreifen. Das sieht schon cool und markant aus und man erkennt direkt auf mehrere Meter Entfernung, ja, das ist ein Pixel 6. Es hat Googles ersten eigenen Prozessor, den Tensor Chip, der eine super Performance hat. Das Display ist 6,4 Zoll groß mit 90 Hertz Bildwiederholrate und OLED-Technik.
Auf diesem Gerät kommt Android 12 und man wird 3 Jahre lang immer die neuesten Updates direkt an Tag 1 bekommen und insgesamt 5 Jahre Sicherheitsupdates, was es zum sichersten Smartphone auf der Welt macht. Das Highlight eines Pixel-Smartphones ist aber immer die Kamera und die ist hier richtig gut. Der Ultraweitwinkel ist okay, aber die Hauptkamera mit 50 Megapixel ist wirklich top. Sie hat viele coole Features und ich fotografiere damit sehr, sehr gerne. Für 649 Euro werdet ihr da nichts Besseres finden. Der nächste Preissprung wäre eigentlich auf die 900 Euro, aber weil das Smartphone inzwischen für 800 Euro oft zu haben ist, landen wir bei 800 Euro. Das ist das OnePlus 9 Pro, eines meiner absoluten Lieblingssmartphones dieses Jahr und wenn ich zurückdenken muss, vielleicht mein allerliebstes. Es ist schön, es ist dünn, es hat reines Android, es lädt in 27 Minuten von 0 auf 100% auf, hat Top-Hardware verbaut, ein super geiles Display, 6,7 Zoll, 120 Hertz OLED Quad HD Plus Auflösung und es hat wirklich gute Kameras dieses Jahr. Die Hauptkamera ist solide, es gab eine Zusammenarbeit mit Hasselblad, der Ultraweitwinkel ist bis heute der beste in irgendeinem Smartphone, es kann 8K Videos aufnehmen und 4K 120. Wirklich ein tolles Gerät und für 800 Euro ganz, ganz schwer, das zu überbieten. Nur tut euch selbst einen Gefallen und kauft es nicht in Silber, sondern in Grün oder Schwarz. Bei 900 Euro liegt das Pixel 6 Pro, was mein privates Smartphone ist, aber es ist nicht extrem viel besser als das OnePlus 9 Pro. In manchen Bereichen ja, in anderen weniger. Der größte Vorteil ist sicherlich das reine Android und dass die Hauptkamera nochmal ein bisschen besser ist, dafür aber auch der Ultraweitwinkel schlechter, dafür aber wieder der Zoom besser. Es ist ein tolles Smartphone, ich mag es wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Aber man muss auf jeden Fall die Software lieben, wenn man ein Pixel kauft. Und es muss dann auch die Kamera wichtig sein, denn die Akkulaufzeit ist hier leider nicht besser als beim OnePlus, aber dafür lädt es sehr viel langsamer auf als das OnePlus. Und das muss man dann für sich selbst so ein bisschen relativieren. Das Xiaomi Mi 11 wurde Anfang 2021 vorgestellt. Das heißt, das Xiaomi 12 wird sehr bald schon rauskommen. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, außer wartet das ab, falls ihr ein Xiaomi kaufen wollt. Denn das Mi 11 Ultra war mir einfach ein bisschen zu groß, zu schwer und nicht so gut, wie es die Hardware hat vermuten lassen. Ja, und jenseits der 1000 Euro, da fangen dann die iPhones an. Und das iPhone 13 Pro ist wirklich ein phänomenal gutes Smartphone. Beeindruckend vor allem, dass in einem so kompakten Formfaktor mit 6,1 Zoll, das ist eins der kleinsten Smartphones hier auf dem Tisch, so viel Technik hier reingestopft werden kann. Apple hat 120 Hertz gemacht, aber die Akkulaufzeit wurde besser. Die Kamera wurde auch stark optimiert. Es gefiel mir richtig, richtig gut. Die Performance ist krass. Es ist super wasserfest. Es bekommt richtig lange Updates und das auch immer an Tag 1. Es ist ein teures Smartphone und gerade das Max-Modell mit dieser kantigen, schweren Form ist jetzt nicht unbedingt das Gerät, was ich jeden Tag mit mir rumschleppen wollen würde. Aber das normale iPhone 13 Pro, das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Es ist nur, wie ihr gemerkt habt, auch ein gutes Stück teurer als der Rest, der hier auf dem Tisch liegt. Was hier nicht auf dem Tisch liegt, ist das S21 Ultra ebenfalls. Krass, was Samsung da dieses Jahr abgeliefert hat, denn bis heute hat es den besten Zoom von irgendeinem Smartphone, was hier liegt. Und es kommt schon bald der Nachfolger raus. Man munkelt so im Februar, März. Also mal schauen, was da dann passiert. Ein Review wird es selbstverständlich auf meinem Kanal geben, also abonniert ihn, falls ihr das nicht verpassen wollt. Samsung hat sich dieses Jahr aber auch auf faltbare Smartphones konzentriert. Und ich denke, das Coolste war das Galaxy Z Flip 3. Es ist so ein verrücktes Smartphone. Ich mag diesen Formfaktor total gerne. Es ist robuster geworden. Es hat jetzt auch ein 120 Hertz Display. Die Akkulaufzeit ist nicht die beste, aber sie reicht bei den meisten Menschen wirklich für einen Tag. Robin hier nutzt es, meine Freundin hat eins. Beide sind mega zufrieden. Es ist ein cooles Smartphone. Es kostet leider 1000 Euro. Aber es ist wirklich was Besonderes und ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Wer ein wirklich kleines Smartphone möchte, hat aber eigentlich gar keine Wahl und muss ein iPhone 12 Mini kaufen. Das ist aber gar nicht schlecht, denn das ist wirklich ein gutes Smartphone und auch mit 800 Euro das günstigste Flaggschiff-iPhone, was Apple verkauft. Es hat all die feine Technik von den größeren iPhones, nur im kleineren Formfaktor und auch der Akku wurde dieses Jahr besser. Deswegen ist es mir vielleicht sogar das sympathischste iPhone, weil es so einzigartig ist. Welches Smartphone hat euch am besten gefallen? Welches habt ihr vielleicht sogar gekauft? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das waren auf jeden Fall meine Favoriten und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.